Schönen guten Morgen, ihr Lieben. Grüß euch. Willkommen zu Sprechzeugs. Heute am Fastnachtsdienstag. Ich dachte, ich verkleide mich heute mal. Schließlich, ne? Ist ja Karneval, Fasching. Fastnacht. Damit euch das weniger ablenkt, nehme ich sie aber auf Dauer dann doch ab. Gelle? Ich wollte euch wenigstens mit einem Lächeln begrüßen oder euch ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Heute geht's weiter mit den Kommunikationsstörern, ihr Lieben, und ich habe euch versprochen, wir machen nochmal mit dem Thema Wortwahl weiter. Ja, die Wortwahl. Wenn ich könnte, würde ich ja. Wüsste ich nur, ob ich sollte. Ihr habt sofort erkannt, ihr Lieben, Konjunktiv kann ein massiver Störer sein, weil unser Kopf auf Wanderschaft geht. Ach, ich würde so gern mal nach Barcelona fliegen. Und mein Kopf sagt, tu's doch. Hätte, hätte, Fahrradkette. Hätte, würde, sollte, dürfte. Das ist eine Höflichkeitsform in unserer Sprache, ja. Und ihr sollt die auch. Ihr sollt. Ihr könnt die natürlich auch benutzen, da ist es wieder, ne? Überhaupt keine Frage. Nur, das war jetzt wieder ein Störer bewusst eingesetzt, nur macht es bewusst, das ist das Ding. Besonders, wenn wir über unsere eigenen Wünsche und Ziele sprechen, benutzen wir unglaublich gern Konjunktiv. Warum? Macht es klarer, macht es deutlicher, denn Konjunktiv lenkt ab, ja, häufig. Und dazu ist es eine eher passivere, indirekte Formulierung. Ich habe mich vor ein paar Tagen mit einem Briten drüber unterhalten, der meinte, wir Deutschen sind einfach unglaublich direkt. Damit hat er ein Stück weit recht. Und er brachte ein schönes Beispiel, er war mit einer Bekannten beim Mittagessen und sie bekam eine kalte Suppe. Und die Deutsche sagte, die Suppe ist kalt. Und er als höflicher Brite sagte, oh, this soup could be a little warmer. Could, könnte etwas wärmer sein. Ja, dieses Höfliche, wo es hingehört, wunderbar. Wenn ihr über eure eigenen Wünsche und Ziele sprecht, seid klar, seid deutlich. Geht aus dem könnte, ich würde mal gern raus. Geht ins Tun, ja? Auf zum Tun. Und bitte nutzt dabei, und das ist mein zweiter Tipp für heute, mein zweiter Hinweis auf einen Störer, passive Formulierungen lenken auch ab. Formuliert aktiv. Ich würde gerne singen lernen. Ich lerne singen, ja? Da wird aus dem würde ein werden, ein wird. Ja, oder ein Ich bin, ja. Oft ist bei diesem Würde noch ein kleiner Störer dabei. Das ist das berühmte Mann. Man könnte ja mal, wenn man wüsste, wie es ginge. Mann, wer ist dieser Mann? Verdammt nochmal. Sorry. Also entweder ich spreche von mir oder von anderen Personen, aber MAN ist ein Fahrzeughersteller. Viele Menschen benutzen das Mann in der regelmäßigen Kommunikation. Nur wieso ist mir ehrlich gesagt vollkommen unklar. Sprecht direkter, sprecht von euch, wenn es um euch geht, und formuliert aktiv. Ich lerne Spanisch für meine baldige Reise nach Barcelona. In diesem Sinne, ihr Lieben, ich wünsche euch einen schönen Fastnachtsdienstag. Habt Spaß, feiert ein bisschen. Wer nicht feiert, auch vollkommen in Ordnung. Ich bin jetzt nicht unbedingt nicht, da war es schon wieder, der große Fasnachter, das war ich mal. Ich war mal aktiv. Bin ich nicht mehr? Bin ich nicht mehr. Seht ihr, wie eng das in uns drin ist? Meine Herren, heute feiern andere Fasnacht. Ich gucke es mir ab und zu mal noch sehr gerne an, was ich natürlich liebe. Und das liebe ich das ganze Jahr über. Das ist das Lachen. Und da ist die rote Nase perfekt für. Ihr Lieben, habt einen großartigen Tag.
Habt viel Spaß bei allem, was ihr tut. Feiert, freut euch, lacht. Und wir sehen uns nächste Woche. Und dann geht's um einen wunderbaren Störer. Das sind so die Dinge, die wir mit unserer Mimik und unserer Gestik so tun. Also die Körpersprache, ihr Lieben. Ich wünsche euch was. Passt auf euch auf. Bis nächste Woche. Ciao. Hello. Ayo. Hey hot. Alaaf. Und tschüss.